Die Formulierung gebärfähige Person, Klammer auf, im Folgenden Mutter genannt, Klammer zu, zeigt, dass selbst die Linken beim sprachlichen Umsetzen ihres ideologischen Unsinns ins Schleudern kommen. Darum möchte ich Ihnen hier helfen aus dem Sprachgebrauch des Normalbürgers. Frauen, die als einziger Teil der Menschheit auf natürlichem Wege gebärfähig sind, haben während der Schwangerschaft einen Babybauch. Auch bei Männern kann es zwar lebenslang zur Bildung eines Bauches kommen, meine Damen und Herren, dieser wird dann aber im Volksmund richtigerweise aufgrund seines Zustandekommens als Bierwampe oder Wohlstandsbauch bezeichnet, meine Damen und Herren. Linke und Ampel verleugnen die Existenz von Biologie und Wissenschaft und erfinden immer neue Geschlechter und erniedrigen Frauen zu gebärfähigen Körpern, meine Damen und Herren. Formulierungen wie schwangere Personen und gebärfähige Körper, meine Damen und Herren, das sind falsche Formulierungen. Jeder Mensch weiß, nur echte Frauen können auf natürliche Weise Kinder bekommen. Solche, deren eingebildetes Frausein aus Plastikbrüsten und Perücken besteht, eben nicht.